Oberalten aus Obertshausen, heute mit einem technischen Thema, also was mir komplett fremd ist. Es geht ja auch gerne zu, Maschinenbau. Aber dafür haben wir ja einen Experten heute an Bord. Also ich begrüße ganz, ganz herzlich Ansgar Thielmann, Geschäftsführer und Gründer der HCP Sense. HCP Sense, kann man sich vielleicht denken, was könnte dahinter stehen, aber im Zusammenhang Maschinenbau, großes Fragezeichen. Vielleicht starten Sie einfach mal und erklären eigentlich, was sich hinter HCP Sense so verbirgt. Ja, hallo, herzlichen Dank erstmal. Ja, HCP Sense, wir sind ein junges Unternehmen aus Darmstadt, eine Ausgründung von der TU Darmstadt. Und wir beschäftigen uns mit Sensorik, wie der Name schon verraten lässt. Wir überwachen Lagerung, also wir überwachen den Schmierfilm. Und das hat den riesigen Vorteil, wenn man den Schmierfilm überwacht, kann man Lagerschäden noch verhindern, bevor sie überhaupt entstehen. Da die meisten Schäden in Lagern dadurch hervorgerufen werden, dass entweder der Schmierfilm ja, oder die Schmierung gealtert ist, dass zu wenig Schmierstoff drin ist oder ein falscher Schmierstoff. Und das sind alles Fälle, die wir mit unserer Sensorik dann ja, verhindern können oder eben bei der richtigen Auswahl des Schmierstoffs unterstützen können. Und ja, Lager, das sagt vielleicht auch nicht jedem direkt was. Die kennt man natürlich aus dem Alltag auch, zum Beispiel aus den Inline-Skates. Bei den Inline-Skates wäre es natürlich nicht so ein wichtiges Thema, weil wenn ein Inline-Skate im Lager versagt, dann ist vielleicht der Schaden noch relativ gering, außer man stützt vielleicht deswegen. Aber wenn man jetzt an eine Industrieanlage denkt, wenn da ein Lager versagt, kann das natürlich große Schäden hervorrufen oder gar bei einer Windkraftanlage, wo dann zum Tausch wieder ein großer Kran aufgebaut werden muss und ein Stillstand von mehreren Monaten die Folge sein kann von einem Lagerschaden. Und das sind eben so die Anwendungsfälle, in denen wir dann zu Hause sind. Wie sind Sie denn darauf gekommen, im Studium das als Geschäftsmodell aufzubauen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich gar nicht. Meine beiden Mitgründer, die haben im Thema promoviert. Und Okay, sogar. zwar haben sie eigentlich die schädlichen Eigenschaften von Strom untersucht. Es gibt strominduzierte Schäden in Lagern. Und dabei sind sie darauf gekommen, dass man den Spieß umdrehen kann und eben anstatt einen schädlichen Strom einzubringen, quasi ein nützliches Signal auch aus dem Lager rausziehen kann. Und ja, das War ist das eine jetzt unsere Technologie. Zufallsentdeckung oder haben die sich daran tasten müssen an so ein Thema? Ja, ich glaube, eine Mischung aus beidem. Ja, also große Dinge entstehen ja manchmal, dass man an was völlig anderem schraubt und dann feststellt, Genau, da genau. passiert etwas, das könnte interessant sein. Also könnte Genau. es so in die Richtung gegangen sein. Wie lange ist das her, dass Sie das herausgefunden haben? Etwa vor 7 Jahren. Und wie lange hat es dann gedauert, so ein Produkt auf die Beine zu stellen, daraus eine Unternehmung zu bauen? Weil das war ja sicherlich ein Ritt gewesen, kann ich mir vorstellen. Also unser eigentliches Serienprodukt, das ist noch in der Entwicklung. Was schon als Produkt, als solches zu kaufen gibt, ist die Messtechnik-Dienstleistung, dass wir direkt in der Kundenapplikation Lager vermessen, sei es auf Prüfständen, sei es in Prototypen, aber auch in Feldtestmaschinen. Aber in Serie gibt es uns so noch nicht. Wer sind denn jetzt Ihre Kunden, so die ersten, die sich so trauen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten? Es geht von kleinen Mittelständlern bis hin zu Großkonzernen. Ich denke mal, der bekannteste ist Bosch Rexroth, aber auch einige Sondermaschinenbauer. Also es ist ganz, ganz querbeet. Und was ist so der Vorteil jetzt von Ihrem Produkt zu anderen? Oder gibt es immer, blöd gefragt, Entschuldigung, gibt es das schon ähnlicher Art und Weise oder ist das neu, dass Sie damit Zuhörer Also generieren auf Industrieseite. Ähnliches gibt es. Es gibt Systeme, die Schäden erkennen. Was es noch nicht zuverlässig gibt, ist, dass man Schäden verhindert. Und es gibt zum Beispiel Sensorik, die dann über Vibrationen versucht, das Lager möglichst gut zu überwachen. Nur da ist es so, wenn ich eine Vibration aufnehme, habe ich auch immer Störgrößen mit dabei, also von umliegenden Aggregaten, die auch Vibrationen erzeugen. Also da misst man ja nicht im Lager selbst, sondern gibt man irgendwo in der Umgebung des Lagers einen Vibrationssensor an. Wenn ich aber dann zum Beispiel eine Unwucht im Motor habe, habe ich diese Schwingung von der Unwucht auch in meinem Schwingungssensor drin. Und das kann natürlich bei einer Maschine, können das sehr, sehr viele Quellen sein für Störungen, die sich alle überlagern. Und da ist es sehr aufwendig, daraus ein Signal zu generieren, was dann wirklich brauchbar ist. Und ich kriege erst eine Warnung, wenn wirklich ein Schaden da ist.
Ich brauche einen initialen Schaden, damit eine Vibration überhaupt entsteht. Und da kommen wir ins Spiel, eben die Schmierung direkt im Lager zu überwachen, noch bevor ein Schaden entsteht. Das würde ja bedeuten, Sie überwachen ein flüssiges Medium und erkennen in dem flüssigen Medium tatsächlich, dass in einem Metall ein Schaden entstehen könnte oder bald entstehen könnte. Kann ich es so zusammenfassen? Ja, was wir uns zunutze machen, ist, wir schauen auf das Lager eigentlich durch die Brille von einem Elektrotechniker. Okay. Und wenn man jetzt sich zurückerinnert, zwei metallische Flächen, die von was Nichtleitendem getrennt sind, das ist ja elektrotechnisch gesehen ein Kondensator. Und das haben wir im Lager. Also wir haben ja den Wälzkörper, der ist metallisch leitend. Wir haben den Außenring, der ist metallisch leitend. Und dazwischen baut sich ein Schmierfilm auf, der ist nicht leitend oder sehr, sehr viel weniger leitend, je nachdem, was für ein Schmierstoff. Also elektrotechnisch gesehen ein Kondensator. Und diesen Kondensator vermessen wir. Okay. Bedeutet, wenn sich da Veränderungen ergeben, können Sie erkennen, dass da tatsächlich irgendetwas schief laufen könnte bald und erheben rechtzeitig, also wie so ein Frühwarnsignal für potenzielle Schäden. Das heißt, sind sowas wie ein Frühwarnsignal-Indikator. Neues Wort kreiert. Also es ist ja so, dass wenn ein Lager sehr, sehr langsam läuft, also beim Anlaufen, hat man metallischen Kontakt. Das heißt, der Wälzkörper reibt direkt auf dem Außenring. Ja. Und erst ab einer gewissen Geschwindigkeit baut sich dann ein Schmierfilm auf. Kann man sich vorstellen wie beim Aquaplaning auf der Autobahn. Auf der Autobahn natürlich nicht gewollt. Im Lager will man diesen Effekt, weil eben, wenn sich diese Aquaplaning, nenne ich es jetzt einfach mal weiter, ergibt, dann sind die Flächen voneinander getrennt und der Verschleiß ist minimiert. Das nennt man hydrodynamische Reibung. In dem Bereich will man sich aufhalten. Und wir können eben genau detektieren, wo sind wir denn gerade? Sind wir in der Mischreibung? Das heißt, haben wir noch metallischen Kontakt? Oder sind wir sauber in der hydrodynamischen Reibung? Das heißt, die Körper sind voneinander getrennt und es gibt keinen Verschleiß mehr. Und das ist ja wahrscheinlich im Mühbereich, spielt sich ja das alles ab, oder? Das sind sehr kleine Größen, aber messbar. Okay. Ja, ich weiß von meinem Sohn, weil der Große studiert Cognition Robotics and Intelligence auf der TUM. Und die arbeiten natürlich auch mit ganz, also auch viel Sensorik dahinter in der Robotics und so weiter, ganz, ganz kleinen Themen. Er sagt ja immer, Papa, verstehst du nicht, aber ist ja relativ einfach. Ich kann auch Mathe, also ich kann auch 0, und dann 15 Stellen haben, kann ich immer noch messen. Also eine Zahl dahinter, was das angeht. Okay. Ne, super. Wie nimmt denn der Markt das an? Weil ohne so eine richtige Sensorik über eine völlig neue Art der Messmethodik, wie nimmt der Markt das denn an? Sehr gut? Ganz unterschiedlich. Ja, es gibt Unternehmen, die sind sehr offen für Innovationen, die sagen, jawohl, das hört sich spannend an, das probieren wir mal aus. Hier haben wir einen Prototyp, zeigt uns, was ihr könnt. Okay. Ja, die sind uns natürlich am liebsten. Andere, die sind ein bisschen skeptisch und wollen erstmal Ergebnisse sehen. Und ganz andere, die sagen, ja, das kennen wir schon, das funktioniert nicht, das haben wir schon ausprobiert. Also von bis. Und was ich auch spannend finde, es kommt auch gar nicht auf die Größe an. Also auch gibt auch sehr kleine, die vielleicht nicht so schnell reagieren und große, die reagieren und umgekehrt. Also wir haben eigentlich das Gefühl, dass es quasi in jeder Branche so ein paar Vorreiter gibt, die auch Lust haben, innovativ zu sein und andere, die vielleicht eher auch ein bisschen von ihrem Mindset satt sind und dann sagen, ja, nee, brauchen wir nicht. Oder vielleicht auch gar nicht das Geschäftsmodell sehen, dass sie ihre Maschinen zukünftig viel mehr noch überwachen können und dadurch auch ein neues Geschäft generieren und ihren Kunden auch dadurch einen Mehrwert bieten. Ja. Das wäre jetzt meine nächste Frage nämlich gewesen. Welchen USP oder würden Sie sagen, was sind denn die Hauptbeweggründe, die Sie versuchen, Kunden einzumassieren, warum er das Produkt mal testen soll? Also kommen wir erstmal die Frage, die man testen soll. Was sind denn die Hauptbeweggründe? Ist das Kostensparen, sich selbst positionieren? Wie sieht denn da Ihre Argumentation aus, einen Kunden zu überzeugen? Im Endeffekt geht es natürlich immer um Kosten. Also das Ganze muss ich rechnen. Klar. Und es sind mehrere Faktoren, die da reinspielen. Das eine sind natürlich Ausfallkosten. Wir haben keine ungeplanten Ausfälle mehr. Das heißt, die Produktion steht nicht. Diese Kosten entstehen nicht. Dann ist das nächste Thema Wartungskosten. Und da ist ja auch ein großes Problem. Habe ich überhaupt genügend Fachkräfte, um meine Maschine ordentlich zu warten? Und wenn ich natürlich ein System habe, was mir genau sagt, wann gewartet werden muss, anstatt nach festen Zyklen zu gehen, die auch immer mit einer relativ hohen Sicherheit belegt sein müssen, habe ich da wieder einen Vorteil.
Und dann natürlich auch, was den Schmierstoffeinsatz angeht. Je nachdem, wir haben jetzt einen Kunden, da kostet eine Füllung von einem Schmierstoff mehrere tausend Euro. Ja. Wenn er das natürlich jetzt 40, 50% länger nutzen kann, weil da entsprechende Sicherheitsfaktoren eingerechnet sind, dann ist das bares Geld, was am Ende des Jahres natürlich übrig ist. Kann man doch theoretisch einfach herleiten über eine Rechnung. Genau. Lieber Kunde, guck mal, hier ist so ein Musterbeispiel. Tak, 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 machen Sie ja wahrscheinlich auch. Aber trotzdem wundert man sich manchmal, weil ich mache ja Business Coaching, ich helfe ja Inhabern ihr Unternehmen zu verbessern und oftmals kommt es auch zu solchen Diskussionen in einer gewissen Form, die logisch sind. Aber so dieser Widerstand dagegen ist manchmal echt krass. Also es hat einen, ist auch nicht böse gemeint. Manchmal ist einfach, wir haben es noch nicht probiert, ich habe Angst. Ja, das habe ich so lange jetzt schon so gemacht. Und in der Vergangenheit haben wir was Ähnliches probiert, was Sie gesagt haben. Geht nicht, ja. Oder einfach eine generelle Skepsis von Neuem. Also, das ist manchmal echt schwierig, das zu überwinden. Mein Learning ist, im Endeffekt massiere ich das mit Geld an. Wir machen das, Sie sparen so und so viel. Was auch spannend ist, ist so, kommuniziert eigentlich der Vertrieb unserer Kunden mit den Entwicklern der Kunden? Weil wir hatten schon die Situation, da haben uns die Entwickler gesagt, nein, also so eine Sensorik, die brauchen wir nicht, das wurde noch nie angefragt. Und dann haben wir uns mit den Entwicklern der Kunden unterhalten, mit dem Vertrieb der Kunden Vertriebler. unterhalten und die sagen, auch wenn wir sowas hätten, das wäre wirklich super. Also unsere Kunden würden das wollen. Und dass man da wieder eine Brücke baut und sagt, so jetzt, wir müssen uns mal zusammensetzen, wir überlegen jetzt mal gemeinsam, was können wir ihren Endkunden denn an gemeinsamen Nutzen stiften und was wären die denn bereit dafür zu bezahlen, ja? Genau, das ist nämlich das Problem, das viele haben. Ja, wir haben oft, also gerade im B2B sind sie ja auch unterwegs, gell? Ganz oft das Problem, es wird versucht, an jemanden, der vor einem sitzt, zu verkaufen. Das große Problem sitzt aber nicht bei ihm, sondern hinter ihm. Irgendwo im Unternehmen. Das kann eine eigene Abteilung sein, das kann der Kunde sein, wie in dem Fall, was Sie sagen, also die Abteilung schon und dahinter steht nochmal der Kunde und die kommunizieren nicht miteinander. Und meine große Diskussion ist oft, ich sage, redet mit dem dahinter, versucht zu überlegen, herauszufinden, wer ist das. Und dann schreibt eure Reason Why, eure Sales Pitches genau auf den dahinter, damit der es bekommt, dahin gehen kann und kann sagen, guck mal, das ist total mega. Also so ähnlich beschreiben Sie es ja, ja. Aber spannend, gell? Das muss man erstmal herausfinden. Ja, Oftmals ja und so, dann es. pitcht man und dann sagt einer, nee, will nicht. Und dann findet man Monate später raus, gell? Ach, so was Blödes. Es ist auch Hätte sehr es. unterschiedlich. Also, das von Unternehmen zu Unternehmen ja auch anders. Und auch immer erstmal rauszufinden, welchen Ansprechpartner habe ich denn gerade vor mir. Was haben Sie, wo wollen Sie denn hin mit HCP Sense, Sie3? Eigentlich, jetzt haben Sie die ersten Anläufe jetzt gemacht. Wo sehen Sie denn dann Potenzial? Also für diese Art von der Überwachung wollen wir der Weltmarktführer werden. Das ist eine große. Ich hatte gestern, jetzt bitte nicht lachen, ein Interview mit jemand, der sagte, wir wollen dieses neue Tesla werden. Also, sie haben wirklich was Grandioses entwickelt im KI-Umfeld. Also, aber auch super, ne? Klar. Wenn das ist ja unser deutscher Anspruch. Wir haben ganz, ganz viele Weltmarktführer in Nischen und die können das auch werden, weil sie in der Nische sind und da einfach top, top, top sind. Deswegen eine super, coole Sache. Wer misst sie denn daran? Im Moment Wer messen wir uns ist nur der selbst. Treiber? Sie3. Ja, klar, zu dritt Ja. geht natürlich super, wenn man sich gegenseitig antreibt. Ist das nun Ihre Dreier-Vision auch, wo Sie sagen, wir haben jetzt etwas, da sind wir hundertprozentig von überzeugt und jetzt packen wir alles in den Rucksack rein, was geht und jetzt rennen wir alle drei los? Ist das so ein Commitment, was Sie3 haben? Super. Das ist immer schön zu sehen, wenn man sowas. Was brauchen Sie denn dafür als Unterstützung, um das zu erreichen? Wenn das so die Karotte ist in 10 Jahren, sage ich mal. Entschuldigung, ich bin Industrie nicht so tief drin. Ich weiß nicht, ob sowas. Heutzutage gehen ja so Dinge auch schneller teilweise. Aber so die Karotte, was würden Sie denn brauchen, um das zu erreichen? Also erstmal zur Geschwindigkeit ist natürlich eine große Herausforderung, weil wir in sehr verschiedenen Bereichen unterwegs sind. Also wir haben auf der einen Seite den Maschinenbau, dann die Elektrotechnik und dann wieder die Informatik, die entsprechend die Daten auswerten muss, was ja alles gut zusammen ineinander greifen muss. Und das dauert einfach Zeit. Und dann ist es noch Sensorgeschäft, das kann man sich auch überlegen, bis man in eine Serie als in eine neue Maschine standardmäßig reinkommt, bis da müssen so viele Tests vorher gemacht werden, erstmal auf Prüfstand, dann Feldtests.
dann Kleinserie, große und so weiter. Das ist ein langer Weg. Also da sind sie, glaube ich, mit 10 Jahren nicht so weit davon entfernt, vielleicht Ach auch komm. eher 20. Aber das ist auf jeden Fall trotzdem das Ziel. Und was wir dafür brauchen, das ist natürlich dementsprechend auch sehr, sehr vielfältig. Aber das gemeinsame Ziel ist da. Also brauchen könnte es sein, glauben Sie, Sie können das aus eigener Kraft schaffen, sowas zu entwickeln nach und nach? Oder brauchen Sie Unterstützung von außen, um das hinzubekommen? Ja gut, das ist ja immer ein Netzwerk, was zusammenspielen muss. Also Okay. aus uns, aus den geeigneten Mitarbeitern, aus dem Umfeld, Coaches und so weiter, Verbände, die helfen, Kunden, ganz wichtig. Dementsprechend ist es ja ein Riesennetz, was funktionieren muss. Ja, super. Was glauben Sie denn, jetzt sind Sie ja schon ein paar Jahre Unternehmer, Sie drei. Was war denn so die größte Herausforderung? Jetzt haben Sie das Produkt, das erste Produkt am Markt, noch nicht hundertprozentig, aber sind jetzt einmal, was war denn so die größte Herausforderung auf dem Weg dahin? Ich glaube, in unserem Fall gibt es nicht unbedingt die größte Herausforderung, wo ich jetzt sagen würde, das wird jetzt jeder sofort sagen, sondern es sind die vielen Herausforderungen, die jeden Tag auf einen warten. Und trotzdem als Team das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren und sich auch gegenseitig auch Fehler einzugestehen und die auch zuzulassen, möglichst auszumerzen. Das natürlich jeden Tag aufs Neue. Das ist, glaube ich, die Dauerherausforderung. Was haben Sie denn als Team gemeinsam gelernt in der Zeit? Wie lange haben wir Zeit? Ja, wenn es geht, so drei, vier Dinge wäre schön. Einfach Ach so, so ja. prägnant, die einfach zeigt, weil es gibt natürlich viele junge Unternehmen auch, wo die Zwei- oder Dreier-Konstellationen sind. Und für die ist es hilfreich, mal so zu erfahren, Sie haben schon was jetzt am Markt, was läuft. Was haben Sie denn zu dritt gelernt als Unternehmer, wo Sie sagen, das hat uns diesen Drive gegeben, zusammen in so eine Richtung zu schieben? Also ganz wichtig, das gemeinsame Ziel, die Kommunikation, also auch zu lernen, dass das, was ich sage, nicht unbedingt das ist, was bei dem anderen in dem Moment ankommt, sondern dass ich auch, wie stelle ich denn sicher, dass das, was ich gemeint habe, auch bei ihm ankommt? Und ja, das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte und so früh wie es geht, mit dem Kunden zu sprechen. Das ist. Haben wir uns von Anfang an vorgenommen und hat sich auch bewahrheitet, dass es Das sehr heißt, wichtig ist. Kunden auch frühzeitig einbinden in Entwicklungsstati, dass die wissen, wo geht Auch. die Reise hin und so ein paar Testimonials dann generieren. Ist es in Ihrer Also. Branche denn normal, wenn Sie jetzt mit einem neuen Produkt beim Kunden, der äußerst zufrieden ist damit, dass Sie den auch für Empfehlungen nutzen können an andere? Ja, ist schon vorgekommen. Ja. Aber es sind nicht um, ich weiß nicht, wie üblich das ist. Es ist, wie viel die, es kommt, glaube ich, auch sehr auf die individuelle Person an, wie viel die auch, sag ich mal, in der Branche kommuniziert, wie sehr sie auch netzwerkt. Habe ich das Gefühl, manche sind da eher ein bisschen zurückhaltend, andere eher offen. Ja, das, weil es immer halt gut ist, wenn man gerade so am Anfang so ein paar Fanboys generiert, die wirklich absolut, wo man weiß, die kann man nutzen für eine vielfältige Art von Kommunikation, um zu zeigen, was für ein tolles Produkt ist. Und Sie wissen es ja immer, von einem Dritten ist halt immer das Testimonial besser, als wenn man nur selber sagt, wir sind die tollsten, besten der Welt. Also insofern funktioniert es ja immer ganz gut, da unterwegs zu sein. Nun machen Sie das ja nicht allein. Und haben Sie ja auch schon erste Unterstützung im Unternehmen sicherlich drin. Wie fühlt sich das denn an, als Arbeitgeber zu agieren? Ja, schön. Ja, schön, was selten gehört. Super. Inwiefern, was bedeutet denn schön für Sie als Arbeitgeber? Ja, das ist ja auch eine Verantwortung, aber ich finde eine schöne Verantwortung. Und auch wenn man dann weiß, wenn die Mitarbeiter haben eigene Familien, die müssen dürfen miternährt werden. Ja, klar. Ja. Die eigene Entscheidung hat dann ein ganz anderes Gewicht. Und das ist ja auch was Tolles. Also. Wie Und wir finden Sie können es das? natürlich auch gestalten. Also das finde ich auch schön. Also
Wenn ich morgens ins Büro komme und mir kommt ein lauter Lächeln entgegen, dann weiß ich, ich habe irgendwas richtig gemacht. Und vor allem, wenn sie abends auch noch gut gelaunt sind. Und das haben wir ja in der Hand. Ja. Wie bei uns die Atmosphäre ist, wie miteinander gesprochen wird, ja, wie wir umgehen. Also, es ist natürlich super, wenn, also jetzt Maschinenbau, jetzt ganz ehrlich, normal würden wir ja sagen, das ist alles ein bisschen handwerklich anders geprägt, weil das Handwerk ist anders geprägt, ein bisschen, da geht es eher ein bisschen. Aber jetzt Weltmarktführer ist ja ein super Ziel, was wir natürlich auch für Mitarbeiter nutzen können. Das ist ja ganz toll, mich als Geschäftsführer dahin zu stellen, zu sagen, Jungs und Mädels, wir wollen dahin, wir wollen das erreichen, alle Mann, Attacke und voll, wo geht's vorauf? Um das zu erreichen, was für eine Art von Menschen brauchen Sie denn im Unternehmen? Wie sollen die denn sein, die zu Ihnen kommen? Das ist also von der, da bin ich jetzt wieder Ingenieur, ne? Ich denke natürlich erstmal an die Qualifikation, die ist sehr, sehr Klar. vielfältig. Ja. Was uns wichtig ist, dass es trotzdem auch vom Team her passt, dass man gemeinsam ja, einen Mehrwert bieten kann und mit Spaß bei der Sache ist. Also ich glaube, begeisterungsfähig, trotzdem auch Herausforderungen zu mögen, anzunehmen. Vielleicht auch mal damit klarzukommen, wenn es über eine Herausforderung hinausgeht, wenn es auch mal eine Überforderung ist, aber damit auch umgehen können und dann finden wir gemeinsam im Team eine Lösung. Also, ja. Ja, das haben Sie ja schon öfters jetzt beschrieben, das ist Zusammenarbeiten mit den Kollegen, das sind einfach Ihnen dreien wichtig ist, dass die Mitarbeiter bei Ihnen glücklich sind, dass sie einen guten Job haben und sie denken ja Gott sei Dank an das danach, nämlich die Familien, die zu Hause sind, die auch fragen, die wollen auch haben, dass es konsequent so weitergeht. Also deswegen, das ist